Hallo und herzlich willkommen zum Galileo 360 Grad Ranking Spezial. In der heutigen Sendung dreht sich alles um unser Lieblingsurlaubsland Italien. Denn das hat mehr zu bieten als nur Strandurlaub. Von besonderen Orten bis hin zu leckerem Essen. Wir stürzen uns mitten ins Dolce Vita. Los geht's mit Platz 12 unseres Bella Italia Rankings. Mitten im Herzen des Vatikans in Rom liegt sie, die Vatikanbibliothek. Nur wenige dürfen sie betreten. Unser Reporter Jan Stremmel darf rein und einen Ort besichtigen, den viele nur im Film schon mal gesehen haben. Nur noch wenige Schritte, dann ist Jan da, an der Tür zur Bibliotheca Apostolica Vaticana. Ich bin gerade wahnsinnig beeindruckt. Ich glaube, so einen opulent verzierten Raum habe ich überhaupt noch nie gesehen. Hier scheint die Zeit stillzustehen. Fast 2 Millionen Bücher ruhen inmitten von prachtvollen Gemälden. Verzierungen. Fresken und Skulpturen aus purem Gold. Dr. Timothy Jens ist der Direktor der Buchabteilung. Soll ich Sie herumführen? Jan ist in einem der ältesten Räume der Bibliothek, dem Salone Sistino. Erbaut im Jahr 1587. Werke aus 16 Jahrhunderten hat der Vatikan bisher gesammelt. Bücher, Manuskripte und Zeichnungen. Darunter auch das hier, die Gutenberg-Bibel, eines der wertvollsten Bücher der Welt. Gedruckt vor 600 Jahren. Jede Berührung ist eine Gefahr für die alten Bindungen. Diese Bibel ist das erste gedruckte Buch. 1452 druckte Johannes Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks, zusammen mit 20 Angestellten 180 Exemplare. Heute gibt es nur noch 49. Wie lagert man so einen wertvollen Schatz? Die Manuskripte liegen in einem Bunker unterhalb des Hofes. Aber hier handelt es sich um ein gedrucktes Buch. Und deshalb wird es zusammen mit den anderen gedruckten Büchern aufbewahrt. In verschlossenen Räumen, hinter mehreren Türen. Eine Etage tiefer. Hier arbeiten die Wissenschaftler. Angela Núñez und ihr Team restaurieren alte Dokumente. Und manchmal verbirgt sich ein verschollener Schatz darunter, wie zum Beispiel ein verschwundenes Werk Ciceros. Cicero, der römische Schriftsteller, hat auch über Politik geschrieben. Aber niemand wusste, wo dieser Text ist. Wir haben ihn gefunden. Wirklich beeindruckend. Im zweiten Schritt fotografieren Dr. Irmgard Schuler und ihre Mitarbeiter die Buchschätze bei ultraviolettem Licht. Was ist denn jetzt der Vorteil, dieses Buch hier mit dieser Beleuchtung zu fotografieren? Mit ultraviolettem Licht können wir Dinge sichtbar machen, die unser Auge nicht sehen kann. Nicht mehr sehen kann, weil es sich um Schriften handelt, die so verblasst sind, die abgewaschen wurden von den Pergamentseiten oder abgekratzt wurden. Früher schrieben Menschen auf Pergament, also auf Seiten aus Tierhaut. Die waren selten und teuer. Daher kratzten die Menschen alte Texte weg, um das Pergament neu beschreiben zu können. So findet das Team in der Vatikanischen Bibliothek immer wieder wertvolle Manuskripte, die als verschollen galten. Die Vatikanbibliothek, ein wirklich beeindruckender Ort im Herzen von Italien. Platz 11 führt uns ins italienische Santo Stefano di Sisanio. Hier soll es ein Hotel geben, das aus einem halben Dorf besteht. Zuerst geht es wie bei jedem Hotel an die Rezeption. Sie ist in einem ehemaligen Viehstall. Hoteldirektorin Nunzia gibt uns den Schlüssel, den wahrscheinlich größten der Welt. In diesem umgebauten Schuppen sind unsere Zimmer. Die wollen wir natürlich als erstes begutachten. Der frühere Schuppen ist heute eine Suite mit Wohnraum und zwei Schlafzimmern. Etwa 500 Euro kostet sie pro Nacht, aber von Luxus keine Spur.
Es fühlt sich hier drin an, als wäre man in der Vergangenheit gelandet. Fernseher, Radio oder Minibar gibt es nicht. Auch Kunststoffgegenstände sucht man vergebens. Selbst die Lichtschalter sind so wie früher, aus Porzellan. Auch die Matratze ist nicht viel weicher. Unser Hoteldorf ist aber nicht das einzige in Italien. Es gibt etwa 80 davon. Diese Art von alternativen Hotels hat auch einen Namen, Albergo Diffuso, übersetzt verstreutes Hotel. Eben weil das Hotel auf vielen Gebäuden verteilt ist. Wichtigstes Merkmal, ein Albergo Diffuso wird nicht neu erbaut. Es besteht aus alten Gebäuden, die man dafür renoviert. Sie müssen in einer Altstadt liegen und dürfen höchstens 300 Meter voneinander entfernt sein. Die baulichen Veränderungen sollten so gering wie möglich bleiben. Neubauten sind nicht erlaubt. Die Idee kam in den 70er Jahren auf, als viele abgelegene Dörfer in Italien nach Erdbeben oder wegen fehlender Arbeitsmöglichkeiten von den Einwohnern verlassen wurden. Chefin Nunzia zeigt uns eine weitere Besonderheit des Hotels, ein spezieller Duft. Das hier ist eigentlich ein Geheimnis unseres Hotels. Bevor ein Gast ankommt, benutzen wir dieses spezielle Raumspray, das wir extra entwickelt haben. Es riecht nach Kaminglut und Zitrusfrüchten. So hat es hier früher gerochen. Weil die Menschen früher Zitronenschalen ins Feuer geworfen haben, als natürliche Raumbeduftung. Das Ziel dieses Hotels ist es wirklich, jedes kleine Detail im Stil von damals zu gestalten. Es gibt aber auch moderne Elemente in den Zimmern, wie diese luxuriöse Designer-Badewanne. Diese edlen Armaturen. Oder diese minimalistische Designerlampe. Und zur Erleichterung unseres verfrorenen Teams überall Fußbodenheizung, selbst in diesem ehemaligen Schafstall. Also ist doch nicht alles komplett so wie vor 100 Jahren. Besonders stolz sind die Hotelbetreiber darauf, dass dank der Albergo Diffuso wieder viele echte Einwohner im Dorf leben. Zum Beispiel Kaffeebesitzer Massimiliano. Was hält er von der Albergo Diffuso? Toll ist das. Unser mittelalterliches Dorf war komplett vergessen, bis die Touristen gekommen sind. Erst durch sie ist es überhaupt wieder möglich geworden, hier eine Arbeit zu finden und in so einem kleinen Dorf zu leben. Unser Eindruck, hier werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn es profitieren alle, Einwohner und Hotelgäste. Platz 10 unseres Bella Italia Rankings führt uns in die Region Apulien. Nahe der Küste bei Ugento werden getrocknete Tomaten hergestellt. Deren Produktion startet morgens um 5 Uhr. Schnell wird es über 30 Grad heiß, deswegen beeilt sich Mitarbeiter Antonio mit der Tomatenernte. Er geht dem Arbeitstrupp voran. Zweig abschneiden, Tomaten abschütteln. Chef Edoardo Trentin baut die Sorte San Marzano an. Ihre wichtigste Eigenschaft, sie enthält wenig Wasser, aber viel Fruchtfleisch. Nach der Ernte kommen die schönsten Tomaten in eine Waschanlage. Danach werden die roten Dinger längs in der Mitte halbiert. Es folgt ein extrem wichtiger Schritt, das Salz. Eine Meersalz-Spezialanfertigung aus der Region, die ganz feinkörnig sein muss. Als nächstes werden die gesalzenen Tomaten getrocknet. Nicht wie bei Massenware üblich im Ofen, sondern in der Sonne. Ganze 100 Stunden lang. Zwischendurch werden sie aber bewusst wieder nass gemacht, wie uns Chef Eduardo erklärt. Aceto. Mit Essig, Salz und Zitronensaft rehydrieren wir die Tomaten. Das heißt, wir geben ihnen wieder ein bisschen Feuchtigkeit. Wir entscheiden immer wieder neu, wie viel Feuchtigkeit jede Fuhre kriegt.
Eduardos Tomaten sind also echte Tomatenunikate. Nach 4 Tagen draußen geht es wieder rein in die Produktionshalle. Hier bekommen die Tomaten ihre Würze. Minze, Chili, Kapern und getrockneter Knoblauch bilden die Basis für jedes Glas, in das nun die Tomaten kommen. Fehlt nur noch das Öl, und zwar Olivenöl. Dann ist die Verwandlung perfekt. Der Chef freut sich über das fertige Produkt und findet dafür mehr als kitschige Worte. Wenn wir die fertigen Tomatengläser aufmachen, bin ich stolz. Ich bin dann gerührt, wie viel Arbeit darin steckt. Und ich denke dann an die Sonne, die schöne Zeit, die ich bei der Herstellung verbracht habe. Für mich ist es wie ein Traum. Zu Hause am Tisch sitzen und getrocknete Tomaten essen. Einfach wunderschön. Wunderschön sind die Tomaten allemal. Und deshalb landen sie verdient auf Platz 10 unseres Bella Italia Rankings. Platz 9 führt uns in die verlassene Vergnügungsstadt Consono im italienischen Alpenvorland. Welches Geheimnis steckt in den Mauern des sogenannten Klein Las Vegas? Wir begeben uns auf die Suche. Die italienische Forscherin Diana hilft uns, das Mysterium um diese Geisterstadt aufzuklären. In Consono ist alles ein Wunder. Hier ist also alles ein Wunder, heißt das. Dann bin ich mal gespannt. Diana weiß, die stillgelegte Spaßmeile war der Traum eines einzigen mächtigen Mannes. Das alles wurde in den 1960ern von einem Grafen erbaut. Sein Name war Mario Bagno. Er war besessen von der Idee, aus diesem Gelände seine Interpretation von Las Vegas zu bauen. Wir entdecken Spuren des verlassenen Vergnügungsortes. Ein riesiger Brunnen taucht auf. Dann eine zugewucherte Brücke. Etwa 100 Meter weiter stehen wir vor dem riesigen Hauptgebäude. Keine Menschenseele weit und breit. Hier hat definitiv die Natur übernommen. Was war da drin? Ich glaube, das war eine Art Einkaufszentrum. Und darüber waren Apartments. Kann man sich genau vorstellen, dass hier unten die ganzen kleinen Cafés waren und Läden. Und da hatten die alle ihre Tische draußen wahrscheinlich. Das Spaßmecker in der malerischen Lage war der wahr gewordene Traum des inzwischen verstorbenen Grafen. Aber warum ist Consono heute eine Geisterstadt? Eine Einwohnerin in einem nahegelegenen Dorf weiß mehr. Hi. Mein Name ist Martin. Barbara ist Architektin. Auch sie ist fasziniert von dem Ort. Warum ist dort nichts mehr los? 1976 gab es in der Region eine Naturkatastrophe. Ein großer Erdrutsch zerstörte die einzige Zufahrtsstraße nach Consono. Ein Erdrutsch macht es also zur Geisterstadt. Architektin Barbara will das jedoch wieder ändern. Am nächsten Morgen. Wir folgen der Einladung der Architektin und staunen. Von wegen Geisterstadt. Die Bewohner der Region feiern hier eine Party. Warum feiert ihr hier eine Party? Consono soll wieder aufleben. An manchen Tagen wollen wir diesen Ort mit neuem Leben füllen. Nach 50 Jahren zieht es die Gäste noch einmal auf die Tanzfläche des vergessenen Las Vegas in Italien. Was mit einer verrückten Idee beginnt, endet schlagartig mit einem Erdrutsch. Doch die Geschichte Consonos geht weiter. Haben Sie schon mal den Begriff Struzzapreti gehört? Klingt merkwürdig. Was könnte das sein? Eine Spur führt uns nach Rom. Schon frühmorgen stellt der Familienbetrieb Casoli Struzzapreti her.
Ist es Käse oder Wurst? Schinken vielleicht? Oder Pasta, also Nudeln? Ein Tipp, die Zutaten für Struzzapreti sind Hartweizengrieß, Wasser und ein bisschen Mehl zum Formen. Was wird da wohl draus? Tatsächlich Nudeln. Aber nicht irgendwelche. Diese hier haben es in sich. Sie sind dick und an den Seiten eingerollt. Warum? Dazu gibt es gleich eine pikante Geschichte. Aber erstmal zeigt uns Paolo Cassoli, wie er die Struzzapreti macht. Als erstes rotieren die Rührhaken. 15 Minuten knetet die Maschine den Teig durch. Dann hat er die richtige Konsistenz. Nicht zu hart und nicht zu fest. Gut zum Nudeln formen. Nun muss der Pastateig durch die Nudelmaschine. Struzzapreti sind besonders dicke Nudeln und gerollt sollen sie am Ende auch noch sein. So, fertig. Jetzt rollen wir die Struzzapreti. Das wollen wir sehen. Erstmal den Teig in Streifen schneiden. Die rollt er mit den Händen auf und reißt davon etwa 8 cm lange Stücke ab. Das Mehl macht die Hände trocken. Dann die Teigstreifen locker zwischen die Handflächen legen und abwechselnd vor- und zurückschieben. Durch die Drehung entstehen kleine Öffnungen. So kann die Nudel später besser Soßen aufnehmen, was die nicht alles können, die Struzzapreti. Struzzapreti heißt übersetzt Pfaffenwürger. Früher kamen die Priester oft zum Essen zu Familien nach Hause. Meistens ohne Einladung und futterten ihren Gastgebern regelrecht die Taschen leer. Basta, sagten die der Legende nach und servierten den Priestern eine Pasta, in Italien der erste Gang, die ihnen im Hals stecken bleiben sollte. An den Struzzapreti hatten sie schwer zu schlucken. Am besten sollten sie gar nicht mehr bis zum Fleischgang kommen. Ihre frischen Struzzapreti liefern die Casolis in der Früh an Restaurants in ganz Rom, unter anderem an Danilos. Er ist für seine Struzzapreti stadtbekannt und für seine hauseigene Soße. Wie Bolognese auf die Spaghetti gehören zu den Struzzapreti mächtige Soßen. Für Danilos Rezept wird Speck in Olivenöl, Zwiebeln und Knoblauch angebraten und mit Tomatensauce abgelöscht. Zum Schluss etwas Pecorino in die Soße. Dann die Pasta in die Soße geben. Kurz schwenken, fertig sind die Struzzapreti. Platz 7 führt uns etwa 50 Kilometer nördlich von Venedig, mitten in einen Wald. Hier steht ein kompletter Freizeitpark mit diversen Attraktionen. Darunter auch eine gewaltige Halfpipe-Achterbahn. Gebaut einzig und alleine von einem Mann, Bruno Ferrin. Aber wie hat er all das geschaffen? Mit meinen Händen natürlich. Ohne Computer? Oh nein, ich habe keinen Computer. Auch kein Telefon. Hier oben ist mein Computer. Damit fing alles an. Seine allererste Rutsche baute Bruno vor über 40 Jahren, sozusagen sein Gesellenstück. Ich sah, dass die Kinder gerne damit spielen. Und dann habe ich mir gesagt, ich kann auch eine größere bauen. Also habe ich die da gebaut. Diese Rutsche war dann schon 10 Meter hoch und 35 Meter lang. Doch warum nur baut Bruno all diese Spielgeräte? Er tut es, um Gäste anzulocken, und zwar für seine Osteria. Die eröffnet er mit seiner Frau schon 1969. Doch weil nicht genügend Kunden kommen, baut er im Laufe der Jahre einen ganzen Freizeitpark. In dieser Werkstatt hat Bruno die meisten Geräte geschnitten, geflext und geschweißt. Dabei hat er nie einen Beruf erlernt. Alles, was er kann, hat er sich selbst beigebracht. Das machte ihm so viel Spaß, dass er jahrelang bis tief in die Nacht kaum etwas anderes tat. Es ist Wochenende. Der Vergnügungspark erwacht aus seinem Dornröschenschlaf. Kinder wie Erwachsene erobern die Spielgeräte und haben großen Spaß dabei.
Einen Unfall gab es übrigens in all den 40 Jahren noch nicht. Das ist die größte Attraktion im Park, das sogenannte Riesenpendel. Einige Gäste sind heute gekommen, um die Achterbahnkonstruktion auszuprobieren. Ihnen drohen Geschwindigkeiten über 100 Stundenkilometer und das in diesem Wagen. Mit Kopfstützen vom Schrottplatz, zusammengeschweißt von Bruno persönlich und natürlich mit einer rein mechanischen Sicherung. Aber haben ihn die ganzen Attraktionen nicht ein Vermögen gekostet? Ich habe es nie ausgerechnet. Sonst müsste ich es meiner Frau sagen. Und dann lässt sie sich scheiden. Sie fragt immer, wie viel hast du ausgegeben? Und ich sage immer, wenig, ganz wenig. Ich werde es ihr nie sagen. Bruno ist jetzt 80 Jahre alt und er ist im Inneren ein Kindskopf geblieben. Wenn man ihn fragt, wann er sich zur Ruhe setzen will, dann antwortet er, er gehe erst in Pension, wenn mich der Schlag trifft und ich tot umfalle. Ein Mann und sein Traum. Eine wirklich schöne Geschichte und deshalb ein verdienter Platz 7 im Bella Italia Ranking. Platz 6 führt unseren Reporter Haro in die Nähe von Turin. In der kleinen Gemeinde Baldissero Canavese soll es einen Alpentempel geben. Haro trifft die Sprecherin der Kommune, Formica. Hello. Hallo. Formica? Yes. Hey, nice to meet you. I'm Haro. Is it possible for me to Kann ich den Tempel sehen? Yes, of course. Natürlich. Der liegt in Damahur, die Stadt des Lichts. Ein 185 Hektar großes Privatgrundstück und mit 600 Mitgliedern eine der größten Kommunen der Welt. Gegründet wurde Damanhur in den 1970ern von Oberto Airaudi, alias der Falke. Nach einem Traum beschloss er, der Menschheit ein Denkmal zu setzen. Fast 17 Jahre lang bauten er und seine Anhänger den unterirdischen Tempel. Allerdings ohne Genehmigung der italienischen Behörden. Aus Angst, sie würden den Bau erst gar nicht erlauben. Am nächsten Tag darf Haro den Tempel betreten. Hier soll der Tempel sein? Für Haro schwer vorstellbar. Der Zugang sieht aus wie ein gewöhnlicher Schuppen. Es sieht aus wie ein normales Haus, aber innen drin ist es ein wenig anders. Bunt bemalte Gänge führen Haro zur ersten Überraschung. Ein Fahrstuhl soll ihn in den Tempel bringen. 30 Meter tief unter der Erde liegt der Eingang. Wow. Keiner der Erbauer war Architekt. Das Bauwissen, alles angelesen. Statuen und Säulen wurden mit bloßen Händen in den Berg geschleppt. Harte Arbeit als Meditationsübung. Ein Sammelsurium an Religionen, Kulturen und skurriler Kunst. Der Tempel ist ein riesiges Höhlensystem von 8500 Kubikmetern, so groß wie 5 A380 Flugzeuge. Die Tempelanlage ist so hoch wie 11 Stockwerke und besteht aus 7 Hallen. Fast 17 Jahre haben die Bauarbeiten gedauert, alles im Geheimen. Formica führt Haro zum Herz des Tempels, zur Halle der Sphären. Das hat hier sowas Mystisches. Die Sphären sind mit Wasser gefüllt. Anfassen ist nicht erlaubt. Sie sind heilig und sollen helfen, mit der Natur Kontakt aufzunehmen. Zur Orientierung von der sogenannten Halle des Wassers macht sich Haro auf den Weg zum emotionalsten Ort des Tempels. Diesen Raum hat der Gründer von Damahur selbst gebaut. Vor 5,5 Jahren ist der Falke gestorben. Seine Vision, der Tempel soll die Menschen vereinen.
Ein Wunder, dass die illegal gebaute Anlage noch steht. Erst nach Ende der Bauarbeiten erfährt die Polizei davon. Doch die war angeblich so beeindruckt, dass die Genehmigung nachträglich erteilt wurde. Heute ist die Anlage für jedermann zugänglich. Fehlt nur noch eine Halle. Das ist der Spiegelsaal. Wow. In der Spiegelhalle finden Gruppenmeditationen statt. Mit dem Gong sollen die Energiezentren im Körper stimuliert werden. Der Alpentempel aus Italien. Wirklich beeindruckend. Auf Platz 5 landet das Bisteca alla Fiorentina. Es ist das größte Steak der Welt und stammt von diesem mächtigen Giannina-Bullen. Bernardo wiegt sagenhafte 1,3 Tonnen. Im Süden der Toskana werden die Tiere gezüchtet. Die größte Rinderrasse der Welt ist hier schon seit rund 2000 Jahren heimisch. 100 Euro zahlt man für 2 Kilo Fleisch der Riesenbullen. Restaurantbesitzer Lorenzo zeigt uns, wie man die Megasteaks perfekt zubereitet. Zunächst soll Öl verhindern, dass das Fleisch am Grill kleben bleibt. Jede Seite landet für 5 Minuten über der heißen Glut. Wow. Danach lässt Lorenzo die Steaks noch einmal 5 Minuten aufrecht stehen. So gelangt die Hitze über den Knochen ins Innere des Fleisches. Nach 15 Minuten sind die gigantischen Steaks fertig. Noch etwas Salz und Olivenöl, mehr braucht ein Italiener dazu nicht. Außer vielleicht noch einen Riesenhunger. Das sind die größten Steaks vom größten Rind der Welt. Was diese so speziell macht, erklärt uns der benachbarte Metzger Mario. Er verarbeitet die begehrten Riesenbullen. Doch das besondere Fleisch braucht auch eine besondere Behandlung. Das Fleisch muss lange reifen, bevor wir es verarbeiten können. Es sind Weidetiere, die im Freien leben. Sie sind muskulöser und bewegen sich viel. Aber das macht die Muskeln hart. Also muss das Fleisch für 40 Tage ins Kühlhaus zum Ruhen und reifen. Dort bekommt das Fleisch auch ein Brandzeichen, das den Wert noch einmal steigert. Aber in welchem Teil des Tieres steckt jetzt das Bisteca alla Fiorentina? Das Bisteca geht von hier bis hier unten. Das Filet geht bis hierher. Der Rest ist das Roastbeef und Rippenknochen. Das Steak gehört also zum begehrtesten Teil des Tieres. Madonna, was für ein Schnitt. Madonna, Madonna, Madonna. Für Metzger Mario ist das Schneiden beinahe ein heiliger Akt. Das ist das originale Bisteca alla Fiorentina. Es ist so breit wie ein Rückenwirbel. Und der ist beim Giannina-Rindern riesig. 22 cm hoch und 8 cm dick. Das Bisteca alla Fiorentina, unser Platz 5. Platz 4 führt uns zu einem 7-Sterne-Hotel. Es befindet sich in der weltberühmten historischen Luxus-Einkaufspassage Galleria Vittorio Emanuele in Mailand. In einer kleinen Nebenstraße entdecken wir den Eingang. Und auch die Rezeption ist unscheinbar. Die Hotelbetreiber wollen vermeiden, dass sich Hinz und Kunz oder sogar Touristen im 7-Sterne-Hotel umsehen und die Gäste stören. Begrüßt werden wir von Annalisa. Sie ist die persönliche Butlerin für besonders wichtige Gäste. Etwa so viel wie ein Kleinwagen kostet die teuerste Suite pro Nacht. Der Chefconcierge stellt sich jedem Gast persönlich vor. Er ist neben der Butlerin Profi-Wunscherfüller.
Meine Kollegen und ich helfen ihnen, wenn sie irgendetwas brauchen. Okay. Dazu gehört der Geisterservice. Alles muss immer perfekt sein, aber wie von Zauberhand. Der Gast darf nichts davon mitbekommen. Die Gäste sollen bei nichts gestört werden. Die Devise unsichtbar machen, sobald irgendwo einer auftaucht. Die exklusive Lage des Hotels mitten in der weltberühmten Luxus-Einkaufspassage ist der Hauptgrund für die 7 Sterne. Denn ein 7-Sterne-Hotel sollte sich in einem historisch bedeutsamen Gebäude befinden. Allerdings ist die Sache mit den Hotelsternen umstritten, ein wahrer Krieg der Sterne. Eine weltweit einheitliche Regelung existiert nämlich nicht. Das liegt an den verschiedenen Kulturen. Für Amerikaner gehört zum Beispiel eine Eismaschine zu einem Luxushotel. Franzosen wollen ein gutes Restaurant. Nordeuropäer bestehen auf breite und lange Betten. Allgemeingültige Regeln? Unmöglich. In Deutschland vergibt der Hotel- und Gaststättenverband die Sterne. Mehr als 5 sind bei uns nicht drin. Weltweit schmückt sich nur eine Handvoll Hotels mit 7 Sternen. Unser Hotel hat seine 7 Sterne von der SGS bekommen, eine Schweizer Zertifizierungsstelle für Luxushotels. Als wir in die Zimmer gehen, sind wir überrascht. Kein Protz, sondern schlichte Eleganz. Man sieht deutlich, hier ist Understatement angesagt. Die Zimmerausstattung ist luxuriös. Wir finden sie aber überhaupt nicht außergewöhnlich. Knackpunkt ist der Blick aus dem Fenster direkt in die weltberühmte Galleria. Auch bei der Badausstattung gibt es keinen Superluxus, sondern alles ziemlich normal. Der Luxus steckt wieder im Service, wie wir nebenan beobachten können. Die Suite wird gerade für den nächsten Gast vorbereitet. Es gibt strenge Vorschriften für einfach alles. Wie die kleinen Handtücher gerollt werden müssen oder wie die Ärmel des Bademantels drapiert werden, einer vorn, einer hinten. Wie die Kopfkissen zurechtgezupft werden, wie die Brokatvorhänge gelegt werden müssen und. Gegessen wird hier übrigens meist auch auf dem Zimmer. Hier bereitet gerade eine Angestellte so ein Frühstück vor. Die Gäste in diesem Hotel sind keine Promis aus der Klatschpresse. Hierher kommen die richtig Wichtigen und extrem Reichen, die unerkannt bleiben wollen. Das ist uns inzwischen klar. Das nächste Luxus-Highlight. Die Gäste können im hoteleigenen Privatlift zum berühmten Leonardo da Vinci Museum im selben Gebäude fahren. Mit Anstehen und Zahlen müssen Sie sich natürlich nicht aufhalten. Die 7-Sterne-Gäste können das Museum für ihren Besuch auch komplett sperren lassen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Unser Fazit? Wer sich hier im 7-Sterne-Hotel einmietet, bekommt keine goldenen Wasserhähne. Der Luxus ist der exzellente Service und die Lage. Platz 3 unseres Bella Italia Rankings führt unseren Reporter Martin nach Potignano in Apulien zu dem Trendkäse schlechthin. Burrata, eine Sonderform des Mozzarella. Hier soll eine der bekanntesten Käsereien sein, die sich auf dessen Produktion spezialisiert hat. Käsereichef Luca Gianluca Giante behandelt seine 180 Kühe ganz besonders. Wir haben für unsere Kühe ein besonderes Kühlsystem für den Sommer mit Ventilatoren eingebaut und einer Massagebürste zum Relaxen. Eine wahre Wellness-Oase und perfekte Voraussetzungen für das Ausgangsprodukt des Käses, die Biomilch. Okay, das ist die ganze Milch von den Kühen da draußen, ganz frisch. Das ist Molke, die wir zur Milch geben, damit sie darin zu reifen beginnt. Ich mache jetzt ordentlich Dampf ohne Hitze alles. Die extra Molke hilft dabei, dass der Käse weich wird und die Käser ihn später gut kneten können. Rauf und runter. Auf 36 Grad erhitzt Giovanni nun das Gemisch. Bei dieser Temperatur gerinnt die Milch mit dem Enzymgemisch Lab.
Jetzt zerteilt der Käser die Dickmilch mit der Käseharfe in kleine gleichmäßige Stückchen. Aber wie entsteht daraus Burrata, der besondere Mozzarella? Den Käsebruch schneidet Martin per Hand. Der Käse sieht fest aus, gar nicht wie Mozzarella. Wie bekommen die Männer ihn wieder weich? Nun kommt Salz dazu. Und 95 Grad heißes Wasser. Durch die Hitze schmilzt die Käsemasse und zieht Fäden. Burrata und Mozzarella sind sogenannte Filata-Käse, das heißt Käse aus gesponnenem Teig. Aua, es ist scheiße heiß. Gerade haben sie die Masse geknetet. Jetzt zerpflücken Martin und Giovanni Mozzarella für das besondere Innenleben der Burrata. Ganz normaler Mozzarella. Das kann man wie so Haare auseinanderziehen, ne? Die Füllung der Burrata ist flüssig. Zu den geschnipselten Mozzarella-Stückchen kommt jetzt noch die Krönung. Sahne. Ich mache alles klein, gebe es in Sahne und das packen wir schließlich in die Burrata. Das ist quasi die Füllung des Burratas, das Beste an dem Ganzen. Also das ist jetzt eine ziemlich fettige Angelegenheit. Du musst rechnen, 55% Sahne und 45% Mozzarella. Mozzarella-Fetzen vermischt mit Sahne. Das ist das köstliche Innenleben der Burrata. Diese flüssige Füllung verpackt Giovanni in eine Mozzarella-Kugel. So kommt das Flüssige ins Feste. Füllung rein, Teig zwirbeln, verknoten und das Ende abreißen. Schau mal, in welcher Reihenfolge wir das machen. So sieht die fertige Burrata aus. Jetzt kommt der flüssig feste Käse in Salzlake, bevor er in die ganze Welt verkauft wird. Übersetzt heißt Burrata die Gebutterte. In Italien ist der Käse vom Tisch nicht wegzudenken. Deshalb ein verdienter Platz 3 in unserem Bella Italia Ranking. Platz 2 führt uns nach Noli. Auf den ersten Blick ein typischer Küstenort in Norditalien. Aber unter der Wasseroberfläche tut sich etwas. Fische schwimmen an Stangen vorbei. Auf Gerüsten sitzen ballonartige Gebilde. Seltsam. Wir treffen Gianni Fontanesi, ein Mitglied der Ocean Reef Group, den Machern dieser Unterwasserwelt. Sie nennen sie Nemos Garten. Eigentlich ist Gianni Taucher und das Equipment braucht er auch für sein neuestes Projekt. Neben der Begeisterung für das Meer hat er noch eine zweite Leidenschaft, das Gärtnern. Irgendwann kam die Idee auf, beides zu verbinden, also Unterwassergärten anzulegen. Und das soll ausgerechnet im Meer funktionieren? Wie sollen die Pflanzen denn im Salzwasser überleben? So ganz können wir das noch nicht glauben. Im Kontrollzentrum zeigt uns Gianni, wie die Unterwassergärtner sich das vorstellen. Die Pflanzen sollen in Ballons wachsen. Sie brauchen erstmal ein stabiles Skelett aus Metall. Darüber kommt eine Haut. Macht zusammen eine Art Glocke, wie bei diesen kleinen Prototypen. Auch starken Wellengang und dem hohen Druck von 2 Bar in der Tiefe müssen die elastischen Ballons standhalten können. Wir haben ein Ankersystem entwickelt, mit riesigen Schrauben, die wir per Hand in den Meeresboden drehen. Die sind 1 Meter lang. 24 Eisenketten halten die Unterwassergärten fest. Aber wie können die Pflanzen unter den Glocken atmen? Die Taucher pumpen Unterwasserluft in die Hüllen. Diese blasen sich auf wie Ballons. Im Inneren entsteht eine Luftblase. Die Luft drängt das Meerwasser aus den Ballons, bis es nur noch unten an der Öffnung steht. Weil der Druck innen und außen gleich ist, bleibt das Wasser auch am Boden. Und die Pflänzchen haben so immer genug Luft zum Atmen. Im Frühjahr werden die Ballons aufgebaut. In unterschiedlichen Tiefen. Bestückt werden sie mit Kräutern, Spinat, Bohnen oder Zucchini. Aber zum Wachsen brauchen sie doch auch Süßwasser. Wo soll das herkommen? Die Luft im Ballon erwärmt sich leichter als das Wasser außerhalb. Und da es innen wärmer ist,
verdunstet das Meerwasser unten an der Öffnung. Das Salz setzt sich ab. An der Hülle des Ballons kondensiert damit ausschließlich Süßwasser. Alles, was sich in den Gärten abspielt, kann die Crew aus dem Kontrollraum beobachten. Die Sensoren im Inneren messen die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, den Kohlendioxid und den Sauerstoffgehalt. Gianni will uns zeigen, was man unter Wasser alles anpflanzen kann. Er taucht für uns ab, um in den Gärten nach dem Rechten zu sehen. Und etwas Basilikum zu ernten. In einem wasserdichten, verschließbaren Kästchen nimmt er alles mit, was er dafür braucht. Damit ja kein Tröpfchen Salzwasser ins Innere des Ballons kommt. Die Pflänzchen sind sensibel. Im sogenannten Labor, dem größten der 8 Ballons, haben bis zu 4 Personen Platz. Außerdem gibt es 5 Einmann große Gärten. Und 2 Schläuche, die man nicht betauchen kann. Noch etwas, auf das die Crew erst durch ihre Forschungen gestoßen ist. Durch den Druck unter Wasser scheinen die Pflanzen sogar schneller zu wachsen als an Land. Bereits nach 2 Tagen im Unterwassergarten fangen sie an zu sprießen. Nemos Garten. Eine tolle Erfindung und deshalb unser Platz 2 im Bella Italia Ranking. Auf Platz 1 unseres Bella Italia Rankings landet Su Filindeo, der Faden Gottes, die seltenste Nudel der Welt. Diese hat seinen Ursprung bei Familie Abraini. Deren Nachkommen wohnen auf Sardinien. In dem Örtchen Nuoro wohnt Paolo Abraini, die Hüterin von Su Filindeo. Buongiorno, Alex. Ciao. 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 Keine Geheimtür, kein Panzerschrank. Hier soll ein jahrhundertealtes Rezept bewahrt werden. Was ist das Geheimnis der Spezialität? Die Zutaten sind Hartweizengrieß, Salz und Wasser. Man knetet dann einfach den Grieß mit Wasser. Jeder gute Nudelteig in Italien wird mit Hartweizengrieß gemacht. Mehl hat in einer richtigen Pasta nichts zu suchen. 1 Kilo Grieß mischt Paola mit etwas Wasser. Die genaue Menge kennt sie nicht, sie macht das nach Gefühl. Den Teig zu kneten ist Schwerstarbeit, die Frau hat wirklich Muskeln. Für Paola ist die Nudel nicht nur irgendeine Speise, sondern auch eine heilige Angelegenheit. Die Nudeln sind ursprünglich für das Fest des heiligen Franziskus, das jedes Jahr im Mai und im Oktober gefeiert wird. Man gibt sie den Pilgern, die nach anstrengender Wanderung am Heiligtum in Lula ankommen. Das, was sie weltweit einzigartig macht, kommt jetzt. Blitzschnell rollt und knetet Paola den Teig zu einer dünnen Wurst. Wir können gar nicht so schnell gucken, schon hat sie die ersten Teigsträhnen in der Hand. Sie zieht und faltet weiter und plötzlich hat sie dutzende hauchdünne Nudelfäden in der Hand, die sie über eine kreisförmige Platte spannt. Okay, stopp. Einmal, ja. 2, 4, 8. Noch 4-mal gezogen und gefaltet, plötzlich sind es 256 Nudelfäden, dünn wie Haare. Magie hin oder her, eigentlich sieht es gar nicht so schwierig aus. Wir wollen es auch mal probieren. So, die linke Hand offen. Mhm. Offen. Ja, und jetzt ziehen. Ziehen. Kräftiger ziehen. Oh je. Ganz einfach, ne? Langsam, ganz langsam. Unser Redakteur ist nicht der Einzige, der an Su Filindeo scheitert. Auch TV-Koch Jamie Oliver scheiterte. Und auch große italienische Pastahersteller sind am Faden Gottes verzweifelt. Sie wollten die Nudel maschinell herstellen und sind kleinlaut wieder abgezogen. Dabei macht Paola gar kein Geheimnis daraus.
Insgesamt 3 Lagen hauchdünne Fäden legt Paola über die runde Form. Dann muss der Faden Gottes noch trocknen. Nach ein paar Stunden an der frischen Luft sind die Sufilindeu fertig. Jetzt kann die Pasta im örtlichen Restaurant Il Rifugio von Inhaber Silverio weiterverarbeitet werden. Das ist Brühe aus Schaffleisch und Knochen. Mit etwas Zwiebeln, Lorbeer, Sellerie und Karotten. Die Brühe muss jetzt aufkochen und die Nudeln werden ganz kurz mitgekocht. Aber nur 1 bis 2 Minuten. Dazu kommt Schafskäse und fertig ist Sufilindeo, die seltenste Nudel der Welt. Ein verdienter Platz 1.